DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Wir sind heute beim B2Run beim Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Sie ist heute beim B2Run. Also ich laufe mit. In Nürnberg. Es sind ungefähr 38 Grad und ich finde es ja der Hammer, dass du dir das antust. Ich habe es mir schon letztes Jahr angetan, ja. Warst du auch so warm? Ja, da war es auch so warm. Krass. Es war, glaube ich, genauso warm, komplett, ja. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Genau. Auf letztes Jahr bezogen. Ja. Da bin ich gelaufen und dann ist mir total kalt geworden. Eine richtige Gänsehaut ist mir rübergelaufen und es war auch bei anderen so. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie ist das so? Also, habe ich zu wenig getrunken? Habe ich mich zu wenig vorbereitet? War es die Hitze? Was war da der Grund? Bist du denn so ein sportlicher Typ? Machst du viel Sport? Eigentlich ja schon. Ich jogge halt nicht, mache viel Krafttraining. Okay. Also so und Fahrrad ein bisschen, aber sonst. Okay. Ja, also gerade bei solchen Temperaturen ist das ja ein Problem. Ne? Es ist super heiß draußen. Also ich meine, heute sind, ich habe es wirklich im Auto gerade gesehen, 35,5 Grad. Hm. Ich meine, letztes Jahr war es, glaube ich, auch so in der Drehe. Ja. Und wenn du viel Sport machst, produzierst du ja an sich Wärme. Dein Körper produziert Wärme. Jetzt ist aber draußen so warm und dein Körper muss ja immer die gleiche Temperatur haben. Also versucht er sich abzukühlen, produziert Schweiß. Irgendwann reicht es nicht mehr. Okay. Ja, und dann hast du das Gefühl, du frierst. Aber eigentlich ist das ein frühes Zeichen dafür, dass du sozusagen dekompensierst. Das heißt, in dem Moment, wo dir wirklich kalt ist, auch für heute jetzt, ja, solltest du aufhören oder zumindest langsamer laufen. Also ganz aufhören ist nie eine gute Idee, aber langsamer laufen, sodass du dann so ein bisschen dich wieder regenerieren kannst. Genau, letztes Jahr war es nämlich auch so, da bin ich dann langsamer gelaufen und dann ging es auch wieder. Siehst du? Aber das ist, glaube ich, so ein natürlicher Reflex, dass man dann einfach ein bisschen langsamer geht. Aber trinken währenddessen soll man machen oder danach oder wie davor? Wie lang läufst du denn? Wie viele Kilometer? 6,3 Kilometer sind es heute. Das ist jetzt nicht so viel, ne? 45 bis eine Stunde ungefähr. Okay. Ja, also gerade bei den Temperaturen macht es Sinn, dazwischen immer mal kleine Schlucke zu trinken. Ne? Okay. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich bin auch mal so ein Viertelmarathon gelaufen. Da standen dann immer so alle Kilometer Trink- und Ess. Ja, das ist ja auch so. Ja, aufbauten. Das ist ja auch so, ja. Da würde ich immer mal ein bisschen was trinken, aber wichtig ist, nicht ganz schnell ganz viel trinken. Ne? Das kennt man. Dann sackt das ganze Blut im Magen. Und im allerschlimmsten Fall kannst du dann einfach umkippen und nicht mehr weiterlaufen. Man kennt das ja bei der Hitze, wenn man ganz, ganz viel trinkt, fängt man auch plötzlich an zu schwitzen. Mhm. Also wenn du an diesen Ständen vorbeikommst, nimm dir nur ein bisschen oder was auch sehr gut ist, ist eine Wassermelone. Ja. Die gibt es, die Flüssigkeit sehr lange. Wassermelone gibt es hier, glaube ich, nicht. Gibt es nicht? In Fürth bei dem Lauf damals gab es das. Echt? Ja, ja. Das wär cool, ja. Also nicht viel, langsam und dann solltest du das... Wir werden uns, glaube ich, nach dem... Lauf nochmal unterhalten, oder? Wir werden uns unterhalten. Schweiz, ja, da werde ich, glaube ich, anders ausschauen als jetzt. Wir werden das auf jeden Fall sehen. Ja. Dann. Ich habe noch eine Wette. Und zwar, wenn ich unter 60 Minuten heute laufe, dann läufst du nächstes Jahr mit. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass du dir das mit der Dame hinter der Kamera ausgedacht hast, bevor. Und es ist richtig, es kommt ein. Ja, wunderbar. Weiß nicht, muss ich das an? Ja, auf jeden Fall. Das ist, also, was sagt ihr? Auf jeden Fall, aber oder? Unter 60 Minuten für 6 Kilometer, das ist jetzt nicht so schwer. Das ist so... Also 6 Kilometer, eine Stunde, rechnen wir mal kurz. Das okay, sagen wir 50 Minuten. Das ist schon eine Herausforderung dann für mich. Also letztes Jahr war ich bei 52 Minuten. Ja, okay, wenn du es in 50 Minuten schaffst, dann laufe ich das nächste Mal mit. Okay. Und nicht nur das, sondern ich laufe die ganze Strecke auch in unter 42 Minuten. Okay, alles abklärt. Ihr müsstet die junge Dame hinter der Kamera sehen, es war ungefähr ein... Aber jetzt bin ich das jetzt mal sollte gespannt, man nicht verpassen, wie Lisa aussieht, wenn sie fertig ist. Komm, ich geht schon mal ein bisschen vorrennen. Records gonna make up one and like that.
ist falsch. Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Ich bin ein bisschen laut hier drin. Mach mal so. Wie war's denn? Es war anstrengend. Also ab 3 Kilometer dachte ich mir, okay, jetzt wird's grenzwertig. Ist wieder kalt geworden. Mir ist kalt geworden. Ich habe gefroren. Und dann dachte ich mir, okay, ich laufe jetzt, wie du gesagt hast. Und dann laufe ich immer so in Schüben, weil ich dachte mir, ich muss die 50 Minuten, ja, darf die ja nicht knacken, sondern muss unten drunter bleiben. Ja. Und jetzt die große Frage. Ich hab's geschafft! Ja dann. 48 Minuten bin ich gelaufen. Ich habe übrigens, während du gelaufen bist, gearbeitet. Ja? Ja. Was ist passiert? Da ist jemand umgefallen. Okay. Ja, bei der Hitze? Ja, ja, ja. Kurz vorm Ziel. Ist ganz schön dumm gelaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert unseren Kanal, liked unsere Videos und ich werde dann wohl nächstes Jahr ran müssen. Meine Hand ist schwitzig. Ja, ziemlich eklig.